Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem zweiten Monster Hunter Tri Ultimate Info Video, bei dem es diesmal sogar ein paar Infos zu hören gibt. Da ich mir jetzt so ein bisschen klar gemacht habe, wie das denn laufen kann und auch laufen soll, und auch wegen den ganzen Kommentaren, die mir geschrieben wurden, was mich erstmal sehr, sehr gefreut hat, dass es da tatsächlich so viele Leute gibt, die da mitmachen wollen, und dass es auch sehr viele Leute gab, die da tatsächlich Tipps gegeben haben und sowas, wie es denn funktionieren könnte. Und aus diesen Tipps halt und meinen eigenen Überlegungen, die sich eigentlich auch ziemlich gut mit den Tipps überschnitten haben, sage ich jetzt mal, kann ich hier jetzt dieses Video rausgeben oder kann ich jetzt die Informationen bekannt geben, wie das denn alles laufen soll. Und ja, dann fangen wir gleich mal an. Das Problem ist, ich habe mir jetzt hier gar nichts aufgeschrieben, das hätte ich vielleicht tun sollen, dann hätte ich mir, wäre es leichter gewesen. Jetzt mache ich das alles so ein bisschen aus dem Kopf raus. Also fangen wir zuerst mal mit dem Video an. Es wird nämlich ein Video geben, das hochgeladen wird. Und das versuche ich immer ein bisschen vorher hochzuladen. Das heißt, eine Stunde, eine halbe Stunde, ich weiß es nicht, wie ich halt Zeit habe. Und in dem Video steht dann alles drin, was wichtig ist. Die Welt, die Lobby, der Name von dem Hafen, ich weiß es gar nicht, wie das heißt, aber von dem Hafen dann wahrscheinlich, und halt das Passwort, wie man reinkommt. Also alle Daten, die wichtig sind, um reinzukommen. Dann natürlich, wann es beginnt, weil wenn ich das Video jetzt hochlade, dann hat ja eigentlich niemand eine Ahnung, wann es denn genau beginnt. Deswegen schreibe ich da auch noch hin, wie lange noch, bis ich denn ungefähr online sein werde. Ich versuche reinzupacken und ich werde reinpacken, wie lange ich ungefähr aufnehmen werde, damit man das auch weiß, weil wenn da jetzt dran steht, nur Zeit für eine Quest, und man ist schon eine Viertelstunde zu spät dran, dann kann man es eigentlich auch fast schon vergessen. Das sind halt solche Sachen. Ich kann es auch nie wirklich genau sagen, wie lange ich denn jetzt aufnehmen werde. Und ich kann nie sagen, gut, okay, ich nehme jetzt immer 3 Stunden auf, weil mir dazu meistens einfach die Zeit fehlt, vor allem unter der Woche. Das geht am Wochenende manchmal ganz gut. Da kann ich es mal machen, so wie das letzte Mal. Da habe ich ja die kompletten 1-Sterne-Quests gemacht. Und da glaube ich knapp 3 Stunden aufgenommen, aber unter der Woche geht's halt nett, und wenn mir dann halt die Videos fehlen, weil ich am Wochenende dazugekommen bin, weil ja noch 3 andere Let's Plays laufen, muss ich dann halt vielleicht bloß sagen, okay, mal bloß eine kurze Aufnahme oder so irgendwas, also auch nicht böse sein, wenn man vielleicht nicht jetzt mal nicht drankommt bei einer Aufnahme oder sowas, das ist natürlich alles immer ein bisschen sehr schwierig, wie gesagt, vor allem, weil ich halt nicht so lange aufnehme. Zumindest, also die Aufnahmedauer kommt dran oder steht in dem Video. Dann, was ungefähr gemacht wird, steht dran. Zum Beispiel, im nächsten Video würde stehen 2-Sterne-Quests. Oder dann halt später Anfang High-Rank oder G-Rank. Damit man halt so ein bisschen weiß, worauf man sich einstellt und vielleicht danach auch seinen Charakter dann auswählt. Weil das wäre Punkt 2, den mir auch die Leute geschrieben haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute. Zumindest es gab Kommentare, die halt gefragt haben, ja, mit welchem Charakter soll man denn spielen? Ob jetzt mit dem High-Rank-Charakter oder mit dem G-Rank-Charakter, der schon ewig weit hochgelevelt ist, oder halt mit dem Anfangscharakter, mit dem Low-Rank-Charakter. Und das wäre mir größtenteils eigentlich egal. Also man sollte vielleicht jetzt nicht komplett nackt in eine High-Rank-Quest rennen, was gar nicht funktioniert, aber trotzdem, ich denke, man versteht, was ich meine. Zumindest das vielleicht nicht, also vielleicht schon nach dem Niveau handeln, aber ansonsten ist mir eigentlich egal, wie er das macht. Es wäre ganz schön, sage ich mal, wenn man vielleicht mit den G-Rank-Charakteren jetzt zum Beispiel halt bloß Waffen mitnehmen würde, die jetzt auf meinem High-Rank-Level sind. Bei Rüstung ist mir eigentlich egal, weil ich meine, wenn er nicht drauf geht, dann macht das die Sache schon mal leichter, denke ich zumindest. Aber bei den Waffen ist halt so, die können halt schon ziemlich krass entscheiden, ob das Monster jetzt schnell drauf geht oder nicht. Und wenn ich jetzt 3 Leute dabei habe, die alle G-Rank-Charaktere haben und ich jetzt auf eine Rathalos-Jagd gehe zum Beispiel und alle 3 ein voll ausgebessertes Aleatron-Schwert haben, dann fällt das Vieh halt relativ schnell um. Und deswegen, es wäre so eine kleine Bitte. Ich verstehe aber vollkommen, dass es nicht funktionieren kann, wenn, oder dass man sich extra dafür jetzt hier nochmal High-Rank-Level-Waffen macht. Aber wenn man es so vielleicht zufällig gerade rumliegen hat. Also, falls man kann, ja, gerne. Aber ansonsten ist mir eigentlich egal, womit man spielt.
weil es ja immer noch mehr oder weniger Spaß machen soll. Ich habe ja größtenteils ja auch so ein bisschen das Let's Play beendet nach dem Dorf und das ist jetzt alles bloß ein bisschen Bonus und ich meine, ich muss auch niemandem was beweisen, ganz ehrlich. Ich habe das Dorf eigentlich ganz gut gepackt und ich würde sicherlich auch die Stadt jetzt alleine gut packen, deswegen mache ich da einfach so ein bisschen was mit der Community und deswegen, wie gesagt, dürft ihr gerne alles mitnehmen, was ihr halt gerade so da habt. Egal, wie stark es jetzt ist. So, das wäre das. Und jetzt noch eine dritte Sache, die sich vielleicht jeder klar machen sollte, sage ich mal. Ich hoffe einfach mal, dass er eigentlich jedem schon klar ist. Wäre zumindest besser. Aber es ist halt so, wenn man dann mit mir in der Stadt spielt, dann ist es halt so, ich bestimme halt, was oder welche Quest gemacht wird. Ich gebe halt so ein bisschen den Ton an oder ich muss so ein bisschen den Ton angeben, weil ich nehme das ganze Zeug auf, um es dann hochzuladen und das Let's Play natürlich weiterlaufen zu lassen. Und deswegen, ich will jetzt sagen, muss man halt oder sollte man halt das machen, was ich sag. Und ja, Entscheidungsfreiheit, welche Quests jetzt gemacht werden und sowas, das fällt dann halt so ein bisschen zurück. Das finde ich zwar selber so ein bisschen schade, aber es geht halt nicht anders, wenn ich das Let's Play weiterführen will. Wenn ich vielleicht mal, keine Ahnung, irgendwann einfach so Zeit habe und sage, okay, einfach mal so zocken, was worauf ihr Bock habt oder sowas, dann gebe ich da gern die Entscheidungsfreiheit auch ab. Aber wenn das Let's Play halt läuft, dann muss ich es halt wirklich durchziehen, okay, wir machen jetzt die Quest, dann die Quest, dann die Quest, dann die dringende und dann machen wir weiter. Weil, wie gesagt, das soll halt auch weitergehen, das Let's Play. Und deswegen, ja, kann ich halt auch nicht sagen, okay, wenn jetzt jemand eine Quest verpasst hat, dann machen wir die halt nach, um dann die dringende Quest freizuschalten oder was weiß ich. Keine Ahnung, irgendwas. Also, da liegt halt das ganze Zeug in meiner Hand so ein bisschen. Es gefällt mir selber nicht so unbedingt, sage ich mal. Und ich habe dabei schon jetzt so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber, wie gesagt, bloß damit sich jeder das im Klaren ist, dass es da tatsächlich um das Let's Play geht und dass ich das dann ganz gerne weiter durchziehen würde. Und dazu muss halt alles funktionieren. Und wer damit nicht zurechtkommt, der kann halt, oder wer keinen Bock auf die Quest hat, kann, / muss die Quest dann halt aussetzen und kann bei der nächsten weitermachen. So simpel ist es. Also, und das wären die drei großen Punkte eigentlich, also das Video, wie gesagt, wird immer eine gewisse Zeit vorher hochgeladen und alles im Video steht drin, was wichtig wäre. Dann zu den Charakteren und den Ausrüstungen. Ist mir generell egal, was für Ausrüstung und was für Charaktere ihr nehmt, solange ihr mit dem zurechtkommt, weil ich nicht drei Leute durchcarryen kann, mehr oder weniger. Also, ihr solltet halt schon so ein bisschen wissen, was ihr mit dem Charakter macht und auch sehen, dass er auf dem richtigen Level ist. Aber wie gesagt, das macht es ja über den Jägerrang, also geht es ja eigentlich gar nicht so oder kann es gar nicht so schief gehen. Und dann noch drittens, ich bin der Chef in der Stadt und ich entscheide, was gemacht wird. Wer damit nicht klarkommt, für den ist das Ganze hier nichts, weil wie gesagt, es ist ein durchlaufendes Let's Play und es wäre auch sehr schön, wenn es weiter durchläuft, weil bisher hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, und dann, oder damit würde ich sagen, war's das. Und ja, würde auch sagen, dann sehen wir uns hoffentlich online dann, falls es funktioniert. Und also zumindest für die, wo mitmachen wollen und für die, wo nicht mitmachen wollen, sehen wir uns dann in den nächsten Videos. Also dann, ciao!